hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Wocheninfo. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens Tele DMW. Mein Name ist Michael Westkamp und ich habe für Sie die Meldungen der vergangenen Woche bis zum 24. Januar 2010. Im Keller des ehemaligen Hertis in Remscheid-Lennep gab es Anfang letzter Woche gegen Abend einen Wasserrohrbruch. Von der Kölner Straße aus drang ein großes Einsatzkommando der Feuerwehr vor. Die Kölner Straße war während der Pumparbeiten zur Einbahnstraße geworden. Nur Richtung Remscheid durfte man noch fahren. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt. Am Mittwochmorgen gegen 6.51 Uhr unterschätzte ein 21-jähriger Fahrer auf der Pressower Straße die glatte Fahrbahn, geriet in den Gegenverkehr und baggerte unromantisch eine 57-jährige Autofahrerin an. Diese zog einen Arztbesuch einem Gespräch mit dem jungen Burschen vor. Der Sachschaden lag bei 7.000 Euro und die Frau im Krankenhaus. Letzten Mittwoch entgleisten 7 Güterzugwaggons im Bereich des Bahnhofs in Wuppertal-Unterbarmen. Ein Kranwagen aus dem Ruhrgebiet wurde extra angefordert, um diese wieder auf die Gleise zu befördern. Dafür wurden die Oberleitungen demontiert. Die Gleise müssen jetzt erneuert werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt im 6-stelligen Bereich. Ein technischer Defekt an einem Waggon wird vermutet. Verletzt wurde ein 11-jähriger Junge, der um den Gleisunfall zu sehen auf die Siegesstraße rannte und von einem Auto gerammt wurde. Die Haddenbacher Straße und die Morsbachtalstraße sind wieder frei befahrbar. Nicht aber die Ronsdorfer Straße, wenn man Richtung Wuppertal möchte. Hier müssen Sie wie gewohnt über die Goldenbergkurve fahren. Und hier habe ich noch einen Programmhinweis für Sie. Im Anschluss dieser Nachrichten gibt es den Film Ab ins Remscheider Winterfreibad. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Woche und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder bei Ihrem Remscheider Fernsehen Tele DMW einschalten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Bei uns zu Hause ist das Thermostat von der Heizanlage kaputt. Und es ist mir viel zu warm. Und ich sage mir einfach, Remscheid hat doch ein beheiztes Freibad. Ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Haferschmittel habe ich dabei. Und ein schönes Handtuch. Also, kommen Sie doch mit. Oh mein Gott, warum ist der geschlossen? Das kann doch nicht wahr sein. Was gemacht? Nanu ist ja zu. Was soll denn das? Es ist doch Tag. Dagegen habe ich ein Rezept. Die machen mir bestimmt jetzt die Tür auf. Ich will schwimmen. Wunderbar, was man mit dem Handy alles anstellen kann, kommt man doch noch ins Freibad. Ja, aber ich stelle fest, es ist doch ganz schön zugefroren, bis auf den Rand. Dort ist eine Anlage montiert worden, die vom Fußboden warmes Wasser nimmt und wieder oben reinströmen lässt, damit das Eis wegtaut. So Leute, ich habe da gerade was gesehen von wegen Rutschbahn. Ja, ich rutsche für mein Leben gern und nichts wie hinauf. Oh, hier ist ja aber Laub im Fußbecken, das ist aber nicht so schön. Es ist eine sehr schöne lange Rutsche, die gefällt mir. Aber man hat mich gewarnt, ich sollte nicht rutschen und das wäre sehr gefährlich, aber nicht nur
wegen dem Eis. Mir würde unten was Schlimmes passieren, noch bevor ich ins Wasser käme. Naja, da fehlt scheinbar ein Stück Rutsche. Und da hat wohl der Bademeister recht. Hier hat man ein Stückchen Rutsche geklaut. Im Winter ist sie nicht drin. Gegenüber lässt man noch zusätzlich frisches Wasser rein, wie sich das gehört, damit es auch gut taut und nicht zu viel Eis auf dem Wasser ist. Das Kinderbecken ist wasserlos, aber da wollte ich eh nicht rein. Ich denke mal, dass ich jetzt rübergehe zur anderen Rutsche. Vielleicht ist die ja noch intakt. Am Rand kann man übrigens gut schwimmen, da ist extra frei. Da ist ja diese Auftauanlage an der Wand montiert. Und jetzt heißt es, ab ins Wasser, via Spezialrutsche. Duschen konnte ich leider nicht, die waren außer Betrieb. Dann werden wir uns einfach mal direkt ins kalte Nass begeben. Obwohl mir das nicht so ganz gefällt, wenn ich das Wasser da unten sehe, muss man doch Angst haben, dass man da auf dem Eis landet. Trotzdem nehme ich die rechte Rutsche. Vielleicht lande ich ja auf dem Eis und gehe nicht unter. Dann würde ich auch nicht nass werden. Nicht schlecht. Also, jetzt wird gerutscht. Und mir bammelt es schon. Ach Gott, oh Gott, wenn ich das schon sehe. Na gut, also, auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Oh, ja. Ah, Hilfe! Muss ich aber sehen, wie ich wieder rauskomme. Den Pullover habe ich auch nicht ausgezogen. Meine Güte, ist das Wasser kalt. Überall Eis am Rand und in der Mitte auch. Jetzt muss ich mal erstmal sehen, wie ich die Bahn kriege, dass ich wieder hier rauskomme. Oh, was ist das Wasser kalt zum Teufel nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Immer in Bewegung halten, damit man nicht ganz erfriert. Wunderbar. Aber nichts wie raus. Das hält es ja keine Minute aus. Ist ja ungeheuerlich. Ich bin mal auf dem Weg nach draußen. Versuch mal am Eis vorbeizukommen. Ja, und der Bademeister, der ist auch nicht da. Der guckt gar nicht zu. Und hier ist wieder diese Wärmeanlage am Rand. Kann man sich dran festhalten. Ich hoffe, dass sie hält. Ich kletter hier wieder raus. Naja, da ist ja noch das 5-Meter-Brett. Das könnte ich ja auch mal ausprobieren. Da ist bestimmt die Aussicht auch gut. Das ist aber steil. Und steil ist das auch, genau. Jetzt geht's. Oh, aber die Treppe, die ist nicht so steil, die nagelneue da, wo man so schön auf den Hang kann. Die sieht man von da oben aus auch sehr gut. Aber jetzt muss ich noch höher, rauf in den 5. Stock, sagt man dazu. Das Schwimmerbecken scheint wohl so gut wie ganz zugefroren zu sein. Außer am Rand, wie versteht sich. Man hat wie ein L am Rand, am Beckenrand diese Anlage montiert. Und jetzt würde ich sagen, runter. Oh Mann, erstmal gucken, komm. Das ist nicht ganz so. Oh, man landet auf dem Eis. Ach, ich stell mich mal nicht so an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Glück gehabt, ich bin auf dem Wasser gelandet. Jetzt gibt es eine Belohnung am Kiosk an der Pommesbude, aber die hat zu, da bekommt man nichts. Es sei denn, wir haben Sommer. Das ist gemein. Und enttäuscht gehe ich jetzt mich umziehen an der Umkleidekabine. Und der Bademeister hat mir wahrscheinlich da oben auch die ganze Zeit zugeguckt. Das Schwimmbad gibt es seit 1912. 1964 wurde es umgebaut und am 7. August 2007 wurde es von der Eschbach verwüstet. Wir hatten da den Sturm Kyrill und der hat alle Äste runtergejagt. Und zwar vor diesem Tunnel. Und der ist übergelaufen. Die Äste haben alles zugestopft. Es war nämlich Hochwasser. Und dann sieht das so aus. Am 7. August 2007 gab es hier eine riesige Überschwemmung. Man will dieses Jahr im Mai wieder öffnen und dann habt ihr ein optimales Wasser mit blauem Fußboden und allen Attraktionen, die dann auch funktionieren. Aber so wie da im August, da würde ich doch lieber nicht reingehen. Da ist es doch im Winter etwas schöner, oder? Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.